aber ich hoffe mal, er ist mir jetzt nicht böse. Und ja, sollte jetzt eigentlich richtig sein, genau. Ja. Gut, 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 gut. Also, sehr schön. Genau. Oh! Oh mein Gott! Assassine May. Haarspangen für May. Soldat der Leere. Ja, nehmen wir einfach mal an. Kann er nicht schaden. Ach ja, wir sind ja frische, im Prinzip frische 132 geworden. Ja, sehr, sehr schön. So, wie viel Damage haben wir jetzt eigentlich? Ja, 56.000 und das hat ganz schön geruckelt. Oh mein Gott. Bin ich einmal gespannt, wie die Haar sein wird. Normalerweise, die gibt echt wenig. Julian hat mir auch eine neue Seite gegeben, die ich jetzt aufrufen könnte und halt mit euch durchforsten könnte, aber ich sag mal so, ungefähr weiß ich das noch 74 Millionen. Das ist echt wenig, aber man braucht ja nur drei Mobs davon. Von daher denke ich mal, verträgt sich das ganz gut. Und wenn man halt eh Amos hat, dann passt das Ganze. Ja, also im Prinzip, ihr seht oder habt es gehört, also es ist vieles Neues, was jetzt kommen wird, worauf ich auch mich sehr darüber freue. Und ja, ich muss dann natürlich auch noch darum kämpfen, dass ich auch neue Abonnenten bekomme, neue Zuschauer. Ich meine, mit 382 Abonnenten kann man schon sagen, dass man schon einen kleinen Zuschauerkreis hat. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, genau. Und ja, gucken wir mal, ne, wie das in Zukunft sein wird. Weil ich habe jetzt auch schon eigentlich fast in 40 Folgen habe ich schon 600 Folgen veröffentlicht. Ich habe auch mal analysiert, ab wann denn eigentlich das so losging mit den Aufrufen, mit den Zuschauern. Ich habe so vor, ich glaube, das war irgendwie 270., 370. Folge, glaube ich, eins von beiden war das auf jeden Fall. Und auf einmal hat es Bam gemacht. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Das muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das gefällt mir nicht ganz so. Jetzt sollte das aber, glaube ich, ganz gut passen. So, und dann haben wir auch wieder einen neuen Inventarplatz frei. Sehr schön. So. Ja, also Silberrücken, der ist schon echt stark. Könnte auch natürlich auch ein Shiny sein. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Shiny, weil das ist natürlich nicht gesund, wie viel Damage der Junge macht. Und das war sogar ein Weg ein Shiny. Denn natürlich nicht das gebracht, was wir brauchen. Deswegen würde ich sagen, macht ja nichts. Oh mein Gott, wäre das eine 130er Rüstung für den Magier? Oh mein Gott, das wäre so cool gewesen. Nee, egal. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Und wir werden jetzt einfach weitergehen. Und, oh mein Gott. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Auf Level 135. Aber das wird ein bisschen dauern. Noch ein bisschen dauern. Ich sag mal so, wenn ich jeden Tag 7% mindestens hole. Ja, wir haben jetzt 23% dann heute. Ja, es ist schwer zu sagen, wie viel ich jetzt ungefähr dann habe. Ja, also es wird noch auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber ich bin zuversichtlich, dass es doch Ende der Woche vielleicht doch klappen wird. Also da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Ich muss auf jeden Fall durchziehen und ich denke mal, das werde ich auch dann tun. Wie viele Erfahrungspunkte gab es überhaupt? 25 Millionen. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir machen mal den hier und machen mal einmal auf den, wenn wir Glück haben. Sehr gut, das wollte ich nämlich verursachen. Das ist nämlich sehr schön. Ach, wie schön einfach alle down gegangen sind. Das ist sehr schön. Das freut mich richtig. Ja, ich finde, Amus ist schon echt Gold wert, ne? Aber es ist halt echt. Für sowas, boah, hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Oder es ist mir eher gesagt viel zu schade darum. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt 6 Stunden oder, nee, 12 Stunden 100% haben. Aber ja, das genügt. Ich habe ja noch ein bisschen andere Amus noch. Und da gucke ich mal, wie das denn so sein wird. Und man merkt jetzt zum Beispiel hier, wir hatten jetzt ja Ostern gehabt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Und man merkt auf jeden Fall, dass jetzt nicht so viele mehr hier sind. Ne? Weil hier sonst war richtig Party. Weiß ich noch. Und ja, so machen wir mal einmal auf den. Dann wollen wir nochmal den machen. Zack, sehr schön. Und dann wollen wir nochmal einen auf Inferno. Und dann gucken wir mal, wie viel die Damage sind. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
So, und ja, ich weiß nicht gar nicht, ob ich es erzählt hatte, aber RashGG, oh mein Gott. Das war ja wieder eine Überraschung. Und zwar habe ich spontan wieder mal bei ihm geguckt, weil ab und zu gucke ich auch nach. Das hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt. Aber da habe ich geguckt und habe mir nichts dabei gedacht. Und tatsächlich hat er den Helga-Raid von mir damals genommen, reacted darüber und ja, wie soll man sagen, ich habe mich natürlich wieder abgöttisch drüber gefreut. Was mir aufgefallen ist, ich sag mal so, die Tonqualität ist schon in Ordnung. Ich sag in Ordnung deswegen, weil sie nicht die beste ist. Ich versuche natürlich alle möglichst von der Qualität das Beste herauszuholen, was mir in meiner Macht liegt. Und ich sag mal so, mit dem, was ich jetzt habe, ist er auch zufrieden, so wie er es gesagt hat. Und da kann ich sagen, oh, hast du alles richtig gemacht, sehr schön, gute Wahl zum Mikrofon und so. Aber wenn ich mir das Video angeguckt habe, ich habe es nicht komplett angeguckt, ich weiß jetzt nicht, was er über alles erzählt hat, weil ich da keine Zeit hatte. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist mir aufgefallen, dass die Tonqualität über dieses Video halt doch irgendwie sehr schlecht ist. Ich weiß nicht, woran das lag, aber mich hat das jetzt irgendwie unzufrieden gestellt. Ich hoffe mal, er nimmt jetzt sich vielleicht ein Malle-Raid-Video, weil er hat jetzt bis jetzt Karren-Raid genommen. Das war das erste Video von mir. Und das zweite Video war dann halt Dings. Nimmt der. Ah, nee, nee, nee. Dann machen wir so. Ich hoffe, er nimmt ein Malle-Raid-Video, weil da ist ja die Qualität ein bisschen besser geworden. 60 FPS. Tonqualität sollte auch noch ein bisschen besser geworden sein. Hoffe ich doch einfach, oder denke ich mir einfach mal. Und die Musik im Hintergrund ist ja auch, weil ich habe gesehen, ich habe halt im Prinzip kaum Musik gehabt. Natürlich den Game-Sound, ne? Den mache ich ja, habt ihr schon gelassen. Aber mittlerweile habe ich das ja nicht mehr. Und ja, was soll ich sagen? Das ist dann doch irgendwie besser, wenn noch im Hintergrund was rumdudelt. Das finde ich halt persönlich viel angenehmer zu gucken. Und ja, habe mich halt, am Ende stört es mich halt, dass es halt dann so monoton sich angehört hat. Obwohl es eigentlich nicht monoton war. Ich habe ein bisschen was erzählt. So wie es halt ging. Naja, egal. Vielleicht bekomme ich hier nochmal Chance. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Ich hätte auch mal Bock, mit RashGG ein Video zusammen zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, was genau wir machen wollen, werden, wie auch immer. Was mich da an, was ich ja jetzt so überlegt hatte. Aber hätte ich Bock drauf. Hey, vielleicht kann man ja mal als, wenn das mit den Streams richtig gut ankommt, dann könnte man ja mit ihm mal einen Stream machen. Ich weiß auch nicht, ob er mal einen Stream gemacht hat. Ne? Hätte ich einfach Bock drauf. Ich denke mir ja auch, der gute Junge, der hat auch Bock. Und ich fand es so, muss ich sagen, niedlich. Am Anfang hat er so, so eine coolen Worte benutzt, wo ich mich einfach richtig darüber gefreut habe. Oh mein Gott, hat echt. Ah, ist ein echt guter. Das ist ein richtig guter. Mann, Mann, Mann. Denke ich mir manchmal so, womit habe ich es eigentlich verdient? Also jetzt im positiven Sinne, ne? So. Ui, man kann, das ist ja cool, man kann das sogar noch annehmen. Aufheben. Ich glaube, das wird mein Tod. Oh mein Gott, das wird mein Tod. Oder wird es. Nee, ich glaube, wir könnten Glück haben. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich finde, die machen schon echt wahnsinnig viel Damage. Aber nicht genug, um uns jetzt zu erledigen. Und auch das haben wir absolviert. Sehr schön. Gut, gehen wir das Ganze nochmal ab. Wunderbar. So, zack. Und zack. Sehr schön. 23%, wunderbar. Jetzt werde ich mal kurz nochmal was trinken. Einen Moment. Ja. Sehr lecker, sehr lecker, sehr lecker. War ich hier schon mal? Ja, der muss ja. Oh, hier ist auch ganz viel Holz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hätte noch gern einen Buff. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ui, Julian ist online. So, auch das haben wir fertig. Höhlenmandragoras. Hat 163 Millionen oder so gegeben, ne? Ja. Und für den Tempel. Ich weiß gar nicht.
Ich bitte um Aufklärung. Für was man genau verzauberte Tempelschlüssel. Das bedeutet ja, gut, sagt der Name schon, ist einfach nur, damit ich in den Tempel gehen kann. Ne? Und wenn das so ist, dann ist es in Ordnung. Aber ich hätte natürlich noch mehr gewünscht, dass man noch irgendwas bekommt dafür. Das wäre richtig nice, aber es ist auch in Ordnung. So, ein Eisenbier nochmal, hoffentlich. Zack, 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 zack. Hat natürlich nicht geklappt. Aber hey, ist ja egal. Dann machen wir nochmal den hier und drosseln ihn einfach nochmal, weil ich Bock drauf habe. Und ja, es wurde gefragt, ob ich ein Service spiele. Isel. Immer wenn ihr fragt, immer es lautet die Antwort Isel, Isel, Isel. Ich werde auch mal ein Video extra machen, wo ihr Fragen stellen könnt, wie ihr Bock habt. Ne? Da werde ich immer darauf hinweisen. Ne? Ja, ich werde das so in diesem Verhältnis machen, darauf hinweisen, dass es dann nicht euch nicht nervt. Weil ich möchte echt ungern welche nerven. Weil das stört dann ja auch irgendwie. Ne? Und es wurde auch gefragt, ob. Oh mein Gott, ich freue mich richtig über Kommentare und Fragen und so. Mann, Mann, Mann. Die ich auch beantworten kann, ne? Weil manchmal gibt es auch Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Zum Beispiel haben wir hier in der Akademie, haben wir 2002 Guardian. Er hat nämlich gefragt, wann man in dieser Gilde gehen kann. Das Ding ist halt, das ist Julians Gilde mit ganz vielen Charakteren von ihm. So, und ja, ich bin halt auch einer davon in der Gilde. Im Prinzip ist es eine Gilde nur für ihn halt, sein Lager und so, dass er ein bisschen mehr Platz hat. Aber so mehr ist es eigentlich nicht, ne? Und das ist halt immer schwer einzuschätzen, wie Yuan das ansieht. Zack und zack. Ist das jetzt eine. Oh, schade. Naja, immerhin. Sehr gut, wir haben das dunkle Relikt. Es hat eine Gilde, wo man keinen Akademie-Buff bekommt und deswegen ist halt eher schwer zu sagen, ob man überhaupt in der Gilde sein möchte. Aber um die Frage zu beantworten und ab wann man in diese Gilde kann. Das wusste ich leider nicht. Also, es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, leider. Aber es wurde halt noch eine andere Frage gestellt in den Kommentaren. Richtig in den Kommentaren. Wann ein neues Gewinnspiel kommt. Wann ein neues Gewinnspiel kommt. Und das, ja, mein Lieber, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Weil, das letzte Gewinnspiel liegt schon ein bisschen her, ich weiß. Zur Weihnachtszeit? Genau, zur Weihnachtszeit. Ich würde auf jeden Fall. Warte mal, ist das eine. Ja, warum nicht? Nee, bleib mir auf. So, Ursula, hallo, hallo, hallo. So, nehmen wir nochmal. Sortieren wir das Ganze nochmal. Zack. Ja, ich würde es auf jeden Fall gerne machen. Ich werde auch bestimmt irgendwann eins machen, aber jetzt zur Zeit eher nicht. Eher nicht, eher nicht, eher nicht. Ich kann natürlich, was ich sagen werde und kann, wenn die Dings richtig gut laufen, die Livestreams also richtig gut ankommen und richtig, vielleicht neue Zuschauer dazu kommen, dann sage ich euch eins, es werden Gewinnspiele kommen. Das verspreche ich euch, das kann ich schon so ankündigen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich denke mir auch, habt auch Lust, ne? Und mal gucken. So, wir gucken mal. Voltar. Oh Mann, ich wollte gerade fragen wegen einem Buff, weil ich hätte gern einen Buff. Apfelkuchen, hallo, Apfelkuchen. Oh, Apfelkuchen hätte ich auch Bock drauf. Kaiokum, magst du mich halt bitte buffen? Ich wollte nämlich schreiben, falls sie nämlich online ist, ne? Falls sie gerade aktiv ist, wäre ich über einen Buff sehr, sehr dankbar. Aber mal gucken, vielleicht ist sie auch AFK, wer weiß das schon. Ja, die gute, oder in Real Life vielleicht auch der gute, ist. Oh mein Gott, ja, so, ja, ich stoppe. Ui, ui, ui. Ja, dann lieber Yatzo, oder ich hoffe mal, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, oder Yasuo. Weißt du, 19 ist, ich grüße dich. Und ja, ich hoffe mal, du freust dich in dieser Stelle. Mach ich. Das freut mich auf jeden Fall. Dass es ihnen so gefällt, wie es ist. Und ja, wir können ja mal. Oh, das freut mich echt. Das ist sehr schön. Oh mein Gott. What the fuck? Cool. Mensch, das freut mich echt, dass ihm das gefällt. Sehr, sehr schön. Assassinisch.
Okay, ich habe nichts gemacht, was ich jetzt bereue. Sehr gut. Okay.